Keller und ich denke, dass es jetzt am wichtigsten ist, Sie waren ziemlich umtriebig in letzter Zeit. Fragen stellen, rumschnüffeln? Ist es also das? Sind Sie ein Schnüffler? Ein bezahlter Detektiv? Oder haben Sie eine persönliche Abneigung gegen einen unschuldigen Androiden, der einfach seine Ruhe haben will? Bitte, würde mich echt interessieren. Was zur Hölle? Immer dieser Android, ich? Leistender, wer das oder was es ist oder wie auch immer. Ja. Mein Name ist Victoria Watts. Ich arbeite für eine Bewegung, die offensichtlich die gegenteiligen Ziele verfolgt wie Sie. Mir scheint, Sie wollen einen Androiden finden, den meine Kollegen und ich versteckt halten wollen. Damit besteht wohl ein Konflikt zwischen uns. Was kann ich tun, um zu helfen? Wollen Sie wirklich helfen? Nehmen Sie dieses Bauteil. Es gehört zum Androiden, den Sie suchen. Fragen Sie nicht, wo ich das herhabe. Zeigen Sie das Teil Dr. Zimmer aus Rivet City. Sagen Sie ihm, der Androide sei tot und Sie hätten es aus der Leiche ausgebaut. Das wird er glauben. Danach wird Zimmer ins Commonwealth zurückkehren und den armen Kerl in Ruhe lassen. Und Sie haben ein Leben gerettet. Also, ich meine, das mache ich, aber... Sie müssen verstehen, dass dieser Androide jetzt ein Mensch ist. Er sieht aus wie ein Mensch. Er verhält sich wie einer. Und er glaubt, einer zu sein. Auch wenn er keiner ist. Auch wenn er eine Maschine ist. Er kann denken und fühlen. Verstehen Sie? Seine Seele ist so menschlich wie Ihre und meine. Dieses Wesen verdient es, in Freiheit zu leben. Bitte. Wenn Sie ein Fünkchen Anstand haben, geben Sie ihm diese Chance. Natürlich winkt eine Belohnung. Wenn Sie mir und dem Androiden helfen, wird das Universum auf Sie herablächeln. Gibt es eine schönere Belohnung? Geld, Leben. Wir nennen uns die Railroad. Unsere Mission ist die Rettung synthetischer Humanoiden, besser bekannt als Androiden. Ja, Androiden sind für mich Betriebssysteme von Handys. Wenn möglich, helfen wir auch Humanoiden. Aber im Ödland gibt es dafür bereits andere Organisationen. Unsere Androidenbrüder dagegen haben nur uns. Ja, kann ich mich der Railroad anschauen? Ich sag Ihnen was. Wenn Sie das Teil Zimmer geben und ihn glauben machen, der Androide sei tot, werden Sie Ehrenmitglied bei uns. Ist doch schön. Ist hier sonst noch jemand? Wenn ich... Ach, komm schon. Manchmal explodiert das ja bei gar nicht. Hier. Nein. Haben Sie nicht ein Bauteil, das Sie abgeben möchten? Ja, aber ich bin doch erst in 30 Sekunden auf dem Weg und... Meine Güte. Sieht alles in Ordnung aus hier. Erzählen Sie mir nichts von Ihrem Problem. Hallo. Gehen wir weiter zu diesem Flugteil. Hallo. Also vorne. Auf jeden Fall. Überall hier über Deck und Deck mit dem Deck halt wie auch immer. Durst. Ja, ich auch. Aktenschränke habe ich auch immer vorm Schiff stehen. Das gehört zu den ganz normalen Sachen. Man stellt man die in den Sack rein, sondern immer davor. Das ist der auch abgebrochene Teil. Thank you.
Naja, egal. Ach du Scheiße! Hab ich hier. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass er die Wahrheit sagt. Die Wayward muss ihm einen Unterschlupf besorgen. Außerdem besteht es darauf, dass wir ihm einen Zwillingenart und Techniker geben. Ja, wenn er hat mich auf Belastungsmanagement und damit könnte Bende verhindern, dass Rom sein Rat zum Rat übernimmt. Das auch bei Jero verliebt, da er im Priestess widersteht, der versucht. Bei Magnum Temptation. Sie scheint zu glauben, dass Eisenpheromone ihr helfen. Wenn Sie diese Aufnahme hören, würden Sie für vertrauenswürdig befunden.
Ich hoffe sehr, dass, das wirklich so ist, denn diese Aufnahmen sind uns beide in Gefahr. Ach du Scheiße. Ich bin auf, der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch. Ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden von nichts halt machen, um ihren Besitz wieder zu erlangen. Ich brauche eine Art, eine Kriegsrekonstruktion zu verziehen und ich brauche jemanden mit speziellen Kompetenzen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Wenn jemand einen Vertrauensbruch und Diskretion kennt, der weiß, wie man besser die Mundhelden und die Gehirn kennenlernen. Außerdem benötigen wir einen Schaltkreis, neue Radiosator, um die Signale im Speicher der Androiden umzuleiten. Kennt jemand einen verlässlichen Techniker? Hier sollte ich nicht schießen. Ach du Kacke. Munitionskiste? Was sagt das jetzt? Dass ich außen rein kann?